Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe noch ein ganz rotes Gesicht. Ich habe mal wieder eine Stunde in der Badewanne gearbeitet. Ich schreibe da immer Texte und beantworte Fragen. Oh, das ist für mich der beste Ort. Der beste Ort, wenn ich nicht gerade irgendwie am Meer bin oder auf Reisen bin. Hallo, ihr Lieben, so schnell drin. Hallo, Sandra, hallo, Theresa. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Claudia, toll. Yeah. Wunderschön, willkommen von Herzen am Dienstag. Ich bin heute ganz in Rot, inklusive Gesicht. Ich habe gerade schon gesagt, ich war gerade wieder eine Stunde in der Badewanne. Da schreibe ich immer Texte und beantworte Fragen und so. Weil es einfach für mich, ja, ein wunderschöner Ort zum Flowen, Floaten und eine Quelle der Inspiration ist, die Badewanne, wenn ich nicht gerade am Ozean bin. Ja, willkommen von Herzen heute. Schreib mal bitte kurz rein, einfach mal ein kurzes Check-in, wie es dir heute geht, was du so wahrnimmst. Hier ist gerade ein total abgefahrenes Licht, weil es ist ganz bewölkt. Heute der erste Tag seit langer Zeit. Es ist komplett ein grauer Schleier und der ist aber wie ganz golden, also ein bisschen wie dein Profilbild, Claudia. Da kommt so richtig stark die Sonne durch und es ist echt eine sehr, sehr spezielle ja, spezielle Farbe, spezielle Präsenz. Wir gehen heute in dieses Feld nochmal wahrzunehmen. Es ist total schön, das ganze Zimmer ist total golden. Wahrzunehmen, wo du eigentlich noch Wahlen lebst, die nicht von dir kommen, die aus deinem Familiensystem kommen, die aus der Gesellschaft kommen, die aus den Menschen kommen, die dich umgeben. Ja, ob das jetzt Freunde sind oder Nachbarschaft oder weiß ich was, Studienkollegen, whoever, ganz egal. Wo hältst du dich zurück? Wo lebst du noch nicht ganz deine Wahl? Na, wo setzt du dir Begrenzungen ins Feld, die eigentlich gar nicht deine Begrenzungen sind? Denn du bist ja unendlich. Hallo Alea, hallo Juliane, schön, dass ihr da seid. Es ist super stark sichtbar und spürbar, wie viel sich im Feld geschiftet hat seit Anfang März. Und für die, die auch schon im Februar dabei waren, natürlich auch schon seit Februar, es ist wirklich eine komplett andere Struktur. Und das ist immer wieder super wertvoll und toll zu sehen, dass auch wenn wir durch intensive transformative Zeiten gehen, was ja gerade sowieso in der Welt einfach passiert, ne, super sichtbar, überall kommt dann wirklich auch die neue Struktur an und die neue Struktur rein. Okay, also wir gehen heute wieder ins Feld, ausgehend von dem Punkt, dass alles möglich ist. Und dass du Schöpfer bist. Du bist diese Sonne, diese Sonnen. Du bist diese Präsenz und du erschaffst diese Energie selbst. Und es entsteht einfach, indem die Kernkräfte, ne, die feminine, die maskuline Sonne, feminine, maskuline Schöpfungskraft in dir zu einer Einheit werden. Und dabei wird Energie freigesetzt, ne, wie in der Sonne selbst, wodurch Kernfusion Energie frei wird. Und zwar wesentlich mehr Energie, als man jemals durch Kernspaltung bekommen könnte. Und diese Energie strahlt. Und diese Energie gibst du in deine Schöpfung, gibst du also in das, was du in deinem Herzen hältst. Und wir gehen heute mal rein in deine wahre Identität. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und das weißt du einerseits und gleichzeitig ist es total wertvoll und auch total wichtig, immer wieder wirklich dich zu erinnern, noch mehr zu erinnern, noch purer, noch mehr abzuwerfen, noch essentieller. Ja, nicht weil das irgendwie sein muss aus irgendwelchen Gründen, sondern weil du dann einfach noch glücklicher bist, ja, noch erfüllter und noch lebendiger und gesünder und weil wir dafür hier sind, die zu sein, die wir in Wahrheit sind. Okay, dann nimm mal deinen wunderschönen Körper wahr, heißt auch mal deinen Körper, den Raum um dich herum willkommen als dein Sonnentempel, dein Sonnenpalast. Vielleicht nimmst du auch heute die Frequenzen wahr der Pharaonen, der Pharaoninnen, der altägyptischen Weisheit und zwar in ihrer puren Liebesform, Sonnenform. Nochmal mit der Erinnerung, dass sehr vieles in der Geschichte verändert wurde, damit die Menschen aufhören, auf die Kräfte
die immer da sind, zuzugreifen. Das heißt, nicht alles, was in Geschichtsbüchern steht, nicht alles, was wir so gelehrt bekommen haben, muss man glauben, sondern immer, immer, immer deinen eigenen Zugang finden, ne? Dein eigenes Wissen, dein eigener Kanal. Also vielleicht kannst du das spüren heute, diese Fruchtbarkeit, diese Fülle, den Schlüssel des Lebens. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich das Kleid, was ich heute anhabe, ein ganz schönes rotes Kleid, auch anhatte, als ich in Luxor war und im Tal der Könige und im Hatschepsut-Tempel und am Nil und wirklich dort diese unendliche Fülle, und zwar Fülle aus Liebe, Fülle aus wirklich einer unglaublich nährenden Partnerschaft von Göttin und Gott. Ja, eine nährende Partnerschaft der Kräfte, ja, die wirklich unendliche Fruchtbarkeit, viele, viele Kinder, viel, viel Leben, viel, viel Sonne, Lebendigkeit in die Welt bringt, auf die Erde bringt. Und du bist so eine Quelle. Du bist in keiner Hinsicht unfruchtbar. Auch wenn du vielleicht jetzt noch Bereiche hast in deinem Leben, wo du wahrnimmst, dass da vielleicht physisch diese Fruchtbarkeit noch nicht sichtbar ist. Ne? Fruchtbarkeit ist für mich alles. Das ist auch Reichtum, also es ist auch fruchtbar zu sein im Business, fruchtbar zu sein in der Partnerschaft, fruchtbar zu sein im eigenen Glück, in der eigenen Schöpfung, in der eigenen Kreativität. Ja, Fruchtbarkeit als natürlicher Zustand des Seins, natürlicher Zustand der Schöpfung. Und du bist fruchtbar und unbegrenzt in jedem Bereich. Ja. Und du darfst heute dich verankern in dieser Erinnerung, du darfst dich verankern in einem Netzwerk, in dem du zu Hause bist, aus dem du kommst, das dir sehr vertraut ist, das ganz natürlich ist. Vielleicht kannst du auch spüren in dir, wie Erinnerungen aufgehen in deinen Zellen. Wahrscheinlich hattest du auch mal eine Inkarnation in Ägypten. Ja. Und in vielen anderen Hochkulturen auf dieser Erde und auf anderen Planeten. Denn wir haben auch einiges an Zeit auf anderen Planeten verbracht. Und das kannst du einfach mal so wahrnehmen, mal so stehen lassen, ja, ohne Anspruch auf richtig oder falsch. Nur weil der Kopf kann ja dann ganz schnell sagen, ja, was soll das jetzt heißen, was soll das sein, sondern einfach mal stehen lassen. Sehr gut. Okay, und dann dehne ich jetzt mal aus. Du bist verankert. Und wir werden heute etwas nochmal klarer stellen in deinem System. Du bist ab dem 25. März in Ägypten eine Woche. Wie schön. So gut. So perfekt, ja. Sehr schön. Das freut mich jetzt sehr, Claudia. Das ist ja alles total wunderbar eingefädelt. Ne? Mit dem Kurs und der Reise nach Ägypten. Es ist einfach, ja, wunderbar gestaltet. Sehr gut, wir werden heute ein paar Dinge noch in Ordnung bringen. Vielleicht fühlt ihr sie jetzt schon anklingen im System, wo ihr euch noch nicht wahrgenommen habt als Sonnen, als fundamentale Sonnen, als pure Schöpfer, allmächtige Schöpfer tatsächlich, weil das nicht unterstützt war im System, in der Familie, in der Gesellschaft. Wenn etwas nicht unterstützt wird, nicht supported wird, dann kategorisiert das Gehirn das als einfach nicht, nicht erlaubt, nicht möglich, nicht erwünscht. Und dann gehen wir dort in der Schwingung zurück. Und es kann sein, dass du heute nochmal spürst, dass so Widerstände hochkommen, ne, die dir sagen, nein, mach das nicht, um Gottes Willen, dehn dich auf keinen Fall aus, explodiere nicht, lass dich auf keinen Fall frei. Ja, denk das nicht, denk dich nicht so groß, fühl dich nicht so groß, kann sein, es kann sein, dass es einfach total leicht geht. Nimm mal heute die Kraft des Phönix mit rein.
Kraft der aufgehenden Sonne, die aufsteigende Sonne. Nimm die Sonnenscheiben wahr, die Sonnenscheibe in deiner Krone. Die Sonne wieder im Schoß. Nimm die große Schöpfersonne wahr, die Quelle von allem, was ist. Den Schlüssel des Lebens, des Ankh und das Sonnenzentrum in der Erde. Ja, es gibt Geschichten, die erzählen, dass die Erde der achte Stern der Plejaden ist. Ja, genau, Andrea. Und was ich dir auch empfehlen würde, vielleicht habt ihr da auch gerade noch so eine Resonanz dazu, dass ihr wirklich jetzt direkt zu Beginn sagt und einfach das jetzt mitnimmt in euer Leben, dass ihr für nichts mehr Verantwortung übernehmt als für euch selbst. Ja. Ich übernehme einzig und allein für meine Erfahrung und für meine Schöpfung die Verantwortung, weil ganz oft ziehen wir uns, wenn wir sozusagen ähnliche Frequenzen spüren in den Feldern von anderen oder auch in den Feldern von Orten, ne, wie jetzt zum Beispiel in Gomera, wo die Andrea gerade schreibt, und es kann auch in Ägypten sein, fühlen wir dort die Ängste, die andere Menschen transportiert haben. Ja? Und übernehmen allzu oft die Verantwortung für sozusagen die Schatten, die unangenehmen Erfahrungen von anderen, die durch ihre Wahl entstanden sind. Also erinnert euch, ne, wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen im, wir sprechen, aber lass dich ruhig schon total tief sinken ins Energiefeld, weil verschiedene Frequenzen im Feld hochkommen, die wir gerade abholen, die wir gerade ordnen. Ne? Öffnet euch in der Wirbelsäule, richtet euch auf, lasst Raum entstehen in der Wirbelsäule und geht mal heute wirklich in die Macht. Weil, was gerade Andrea schrieb, da war spürbar, dass du dort gerade mit etwas verbunden bist, was gar nicht deins ist. Das musst du nicht sein. Das musst du nicht mehr wählen. Ja, auch wenn andere vielleicht noch Dramen wählen, dramatische Wahrnehmungen, musst du diese dramatischen Wahrnehmungen nicht mehr selber wählen, ja. Denn was ich heute euch nochmal sagen möchte, also das ist immer das, was aus dem Feld kommt, ne? Ist nicht mein persönlicher Gedanke dazu, sondern was gerade aus dem Feld kommt, ist, in eurem Schöpfungszentrum, im Ohrenschöpfungszentrum, in dem dritten Auge und auch in der Krone können ganz schnell Illusionen entstehen. Manchmal wird es sichtbar in Wahn, in Ängsten. Das wird unterstützt durch die Filme, die wir sehen, durch die Nachrichten, durch Horrorgeschichten, wo wir dann auch Horrorbilder bekommen, zum Beispiel aus früheren Leben und denken, dass die wirklich Teil unseres Lebens waren. Es war aber gar nicht Teil unseres Lebens, sondern es war Teil der Manipulation. Also es sind sozusagen, uns können Gedankenbilder infiltriert werden. Und zwar wirklich durch direkte Bilder, wie in Filmen oder in den Nachrichten, aber auch durch Frequenzen. Also zum Beispiel im Radio, im Fernsehen werden Frequenzen mitgesendet, die sozusagen, man könnte es Höllenfrequenzen nennen, ja, also die im System so etwas wie das Gefühl von Folter auslösen. Das sind jetzt alles krasse Worte, aber nimm das mal einfach nur wieder ganz neutral, die Leiden auslösen, das Gefühl von Leiden, das Gefühl von Schmerz auslösen. Es ist aber so, dass der Schmerz dann gar nicht wirklich da ist, sondern es ist einfach nur etwas, was induziert wird, um die Menschen daran zu hindern, einfach nur total glücklich zu sein. Ja? Könnt ihr damit was anfangen? Gebt mir mal kurz ein Feedback, ne? Wenn dann so manchmal solche Sachen reinkommen. Das hatten wir ja schon am Anfang im März, in den ersten Tagen. Ist aber total wichtig, heute nochmal reinzubringen, weil, oder es wird heute nochmal reingebracht, weil du darfst einfach frei sein. Du darfst total glücklich sein.
Du musst dir sozusagen diese Massenmanipulation und wirklich Mind Control und Brainwash, und zwar auf der Ebene von Frequenzen, ne? Chemtrails, im Radio, Fernsehen, über die 5G-Station. Du musst dir das nicht mehr reinziehen, ne? Du musst darauf nicht mehr reagieren. Ja, du kannst wirklich dir immer bewusster darüber werden, dass das induzierte Frequenzen sind, die nicht deine sind. Das ist nicht dein Horror, sondern es gibt Interesse daran, dass die Menschen nicht frei werden, weil sie dann natürlich einfach auch nicht mehr die passenden Konsumenten sind im System und nicht mehr die passenden Arbeitsbienchen im System, ne? Nicht mehr im Hamsterrad bleiben. Das ist wirklich wie wenn man Ratten, ne, im Käfig immer wieder Angst induziert, dann, und man öffnet die Käfigtür, dann gehen sie einfach gar nicht mehr raus. Ne? Die werden den Käfig nicht mehr verlassen, weil sie einfach ihr Gehirn so konditioniert ist. Genau, und du hast es, genau, ihr habt es bestimmt zum größten Teil gar nicht mehr eingeschaltet, und trotzdem, ne, sage ich es heute nochmal, weil es natürlich etwas ist, was viele, viele, viele Menschen dominiert und was auch oft dominiert, was wir gelernt haben. Ne? Wir sind in der Schule in der Regel mit einer Geschichte groß geworden. Ja, ob jetzt irgendwie im Deutschunterricht oder im Geschichtsunterricht, wo, ne, ein Drama das andere jagt, sozusagen. Also wir sind mit einer Art Einnahme einer Perspektive indoktriniert, die das einfach mit dem Grundparadigma Schmerz läuft. Ne? Und da dürft ihr heute gerne einfach noch ein Stück weiter rausgehen und alles einfach da lassen, wo es ist. Ja? Du musst es nicht mehr zu dir nehmen. Du musst nicht mehr zu dir nehmen. Gar nichts mehr davon musst du zu dir nehmen. Du musst nichts mehr davon zu dir nehmen. Nicht von dem Krieg jetzt, nicht von dieser Massenpropaganda. Du musst auch nichts zu dir nehmen, ne, an diesem Ort, gerade Gomera oder Claudia, wenn du nach Ägypten fährst, was dort andere Menschen hinterlassen haben. Weil da gibt es ganz, ganz viele Aspekte in den Feldern, die sind wirklich nicht schön, die fühlen sich nicht gut an. Und das sind sozusagen die Hinterlassenschaften auch von anderen Energiefeldern. Menschen, wenn sie intensiv fühlen, geben sie ein Imprint ins Feld. Das heißt, wenn wir irgendwo sind, wo Menschen intensiv immer wieder etwas gefühlt haben, in die eine oder andere Richtung ist der Imprint da. Und natürlich in die Glücksrichtung, genauso wie in die, nennen wir es jetzt mal, Höllenrichtung, weil es ist eine Art von Höllenprogramm. Genau, es darf noch mehr bewusst werden, weil das zieht sich natürlich auch in solche Ebenen wie Mangel, wie viel Geld ist auf dem Konto, wie viel Geld ist nicht auf dem Konto. Ja, das hat auch damit zu tun, wie viel ist bei den anderen drauf, ja, wie viel ist bei den Eltern drauf, wie viel war bei den Lehrern drauf. Und es kann sein, dass du Bereiche hast, wo du dich schon total frei fühlst und einfach total deins lebst. Und es kann sein, dass es eben bestimmte Bereiche gibt, wo das noch nicht so ist, wo es dir schwerer fällt, emotional neutral zu sein, emotional klar zu sein. Ne? Wirklich emotional klar. Das aktuell reale Leid von dir abzugrenzen, ja. Mhm. Ja. Was wir dafür immer wieder verstehen müssen, ist, dass keiner leiden muss. Es muss auch keiner hungern. Und es muss auch keiner arm sein. Es gibt auf der Welt genug Nahrungsmittel für alle Menschen. Es gibt sogar mehr als das. Und es gibt genug Geld für alle Menschen. Ja, es gibt genug Fülle für alle Menschen. Ne? Wir müssen nicht leiden. Es ist aber das, wie wir programmiert werden, so zu denken. Ne? Wir werden so programmiert, dass wir denken, dass es arm und reich gibt, dass wir daran glauben und immer wieder zu verstehen, dass woran wir glauben, wird einfach mehr, dass das wächst, woran wir glauben.
Und was wir immer wieder tun können und der Schritt natürlich ist, ne, und wir arbeiten die ganze Zeit gerade im Energiefeld. Vielleicht kannst du es wahrnehmen, wie es sozusagen im Hintergrund passiert, wie es in den Zellen, in der Energiestruktur passiert. Was immer wieder total wichtig ist, ist die eigene Erfahrung anzunehmen. Also was total befreit ist, das eigene Leid in Anführungsstrichen anzunehmen. Ne? Das eigene Gefühl von Schmerz anzunehmen. Wenn wir das integriert haben, also wenn wir das auch lieben können, wenn wir das auch durchatmen können und damit in die Ausdehnung gehen, in dem Moment sind wir nicht mehr daran gebunden, in der Welt immer mitleiden zu müssen. Ja, weil wir mitleiden nur tun, nur aus uns rausgehen, wenn wir selber unsere Erfahrung noch nicht akzeptiert haben und auch unsere Verantwortung nur bis zu einem gewissen Grad erkannt haben. Nicht unbedingt akzeptiert, aber erkannt haben. Erkannt haben, dass wir Schöpfer sind. Dass wir nicht die Geschöpfe sind und es gibt den großen Gott, sondern dass wir die Götter sind. Ne? Wir sind die Götter. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ja? Früher hätte ich vielleicht auch noch gesagt, naja, wir schöpfen mit und so und das große Ganze und die göttliche Ordnung. Ja, und wir sind die Schöpfer. Es gibt nichts Höheres als dich. Ne? Du bist Gott gleich und hast einen freien Willen. Und dieser freie Wille ist die höchste Souveränität, ist die komplette Souveränität. Ja, das heißt, du schöpfst definitiv, was du willst. Ja, das Einzige, was es da für ein Stellschräubchen gibt, ist, dass du das schöpfst, was in deinem Herzen schwingst. Also wir können nicht einfach aus der Illusion des Egos schöpfen. Wir können nichts schöpfen, was uns nicht in Schwingung versetzt, was uns nicht vibrieren lässt. Dann vibriert das Instrument nicht. Wir können uns nicht einen Wunsch ausdenken, der uns gar nicht zum Vibrieren bringt. Den können wir nicht erschaffen, ja, weil wir erschaffen über die Vibration. Und alles, was uns zum Vibrieren bringt, alles, was wir wahrnehmen können, das können wir auch erschaffen. Also du bist Gott und bist der Himmel auf Erden. Dieses Potenzial ist da. Okay, und dann erlass mal jetzt aus deiner Matrix, bitte, wenn du das möchtest, natürlich mit deiner Erlaubnis aus der DNA, all die vielen, vielen Imprints, Erinnerungen aus der Bibel, aus heiligen Schriften, aus Manifesten, die irgendwie mal über dich oder über deine Ahnen in deiner DNA gespeichert wurden, abgelegt wurden. Kannst du dir vorstellen, die DNA wie eine riesige Bibliothek über Gott und über das Souveränitätsprinzip von Gott. Also wer und was Gott ist und all die Bilder, dass es Gott nicht die Menschen ist, dass Gott nicht alles ist und dass Schmerz zum Leben gehört, dass Schmerz zur Erkenntnis gehört. Es gibt ja immer noch viele Menschen, die sagen, Schmerz ist notwendig zum Lernen. Das stimmt aber nicht, das ist eine Erfindung. Daran kann man glauben, wenn man das möchte. Und dann ist ja klar, was man sich kreiert. Genau, bye bye. Und du legst dort bitte, wenn du das möchtest, wieder scan das immer selbst. Scan alles, was du bekommst, ne? Weil du prüfst es. Leg einfach den Schlüssel des Lebens in deine Zellen, in die DNA. Genau, und seitdem nach jeder von uns Schöpfer ist, macht mitzuleiden gar keinen Sinn, weil jede Person mit dem freien Willen schöpft. Ja, so ist es. Du schöpfst dann, wenn du mitleidest, das mit, was der andere schöpft. Ja. Und wenn der gerade Zerstörung schöpft, weil der an Krieg und Frieden glaubt, an Dualität glaubt, dann schöpfst du das mit, leider. Alles, was in deiner Frequenz ist.
es ist immer wichtig, dich daran zu erinnern, dass dir jeder Mensch könnte dir alles Mögliche zeigen, was auf der anderen Seite der Welt geschieht. Ob das wirklich da gerade geschieht, das weißt du nicht. Du müsstest dann selbst da sein. Und es bedeutet nicht zu sagen, ne, dass ich, Krieg hat nie existiert oder sowas. Ja, es bedeutet nicht zu sagen, es passieren keine schlimmen Dinge, es passieren viele schlimme Dinge. Nur die Frage ist, ob wir das unterstützen wollen durch unseren Glauben und nicht durch unseren Glauben, dass das jetzt in der Welt ist, sondern durch unseren Glauben, dass das das Wesen des Lebens ist. Was ist dein Glaube, was das Wesen ist des Lebens, was dein Wesen ist? Das Wesen der Schöpfung. Ne? Also was ist der zündende Gedanke, der initiierende Gedanke? Nicht der Gedanke, den du denkst, sondern welcher Gedanke steht dahinter? Welcher Gedanke ist der Ursprung? Welcher Gedanke ist der Grundsatz? Sehr gut, und du darfst das alles ablegen. Krieg, Mangel, Zorn. Ja, warum passieren so viele Trennungen in Partnerschaften auf dieser Welt, die gar nicht passieren müssten? Ja. Atme das aus, lass es aus deiner DNA, aus deinen Bibliotheken rausfallen, du musst es nicht mehr halten. Alles, was von der Kirche kam, von den Religionen kam, aus dem gesellschaftlichen Kontext kam, mal die Erinnerung daran, dass es kein Schicksal gibt. Und es gibt auch kein Karma mehr. Es gibt schon seit einigen Jahren keine karmischen Grundlagen mehr. Sondern es gibt das, was du jetzt schöpfst, mit dem Gedanken, der deiner jetzigen Schöpfung zugrunde liegt. Es gibt keine offenen Rechnungen mehr und keine Schulden. Genau, der Glaube, welches Wesen das Leben trägt, und mit dem Glauben erschaffen wir, wir sind die Schöpfer des Lebens. Wir sind die Schöpfer der Matrix. Und nimm wahr, wie aus der Sonne, aus der puren Liebe, aus dem puren Licht neue Frequenzen jetzt einströmen in deine DNA, in die Bibliotheken. Kannst du es dir richtig vorstellen, wenn du möchtest, wie Bibliotheken, neue Farben, neue Bücher. Ah, Frequenzen der Liebe, Frequenzen des Reichtums, Frequenzen des Gleichgewichts, Frequenzen der Harmonie, sehr viele Frequenzen von den Sternen, von den Plejaden, vom Sirius, von den vielen, vielen Sternen, auf denen diese Hochkultur, dieses hohe Wissen, der Sanftmut, freien Schöpfergeistes, der totalen Einheit des einen Herzens und des vollkommenen Potenzials gelebt wird und immer gelebt wurde und auch immer gewahrt wurde, auch in all der Zeit, in der auf der Erde diese Erfahrung gemacht wurde, ja, dieses Fallens und Wiederaufsteigens, wurde das in vielen Teilen des Universums einfach weitergelebt. Die Fülle, das vollkommene Potenzial,
lass das aus der Blaupause, lass das aus der Schöpfersonne in deine DNA fließen, in deine Bibliotheken fließen. Du bist eine Schöpferin des Lebens, du bist ein Schöpfer des Lebens. Ja. Du erschaffst die grundlegenden Gedanken, die du denkst. Die grundlegenden Gedanken. Die initiierenden Gedanken. Ja. Leben ist Liebe. Und was wäre gut zu denken über das Leben, über dich, über Geld, über andere Menschen, über das Universum, über die Schöpfung. Ja. Was wäre eine gesunde, eine glückliche, eine friedvolle, eine wundervolle Wahl? Ja. Und wenn du möchtest, dann kannst du noch mehr aus der DNA rausfallen lassen. Nochmal in dem Gewahrsein, dass da, wo intensiv gefühlt wird, also auch von deiner Ahnenlinie intensiv gefühlt wurde, die intensiven Erinnerungen, die zum Beispiel die Oma mitgenommen hat oder der Opa oder sonst wer, die intensiven Bewegungen, die deinen Lehrer geprägt haben, bewegt haben, also das, was sozusagen die Muster, wie die Menschen gelebt haben, initiiert hat, ja, das ist immer emotional und diese Emotionalität, die berührt, die erreicht ein Kind, die erreicht einen Menschen und die legt sich ab in die DNA, in das Erbgut. Und das kannst du jetzt nochmal rausfallen lassen. Auch alles das, was ganz intensiv gefühlt wurde, ja, massiver Verlust, Existenzangst, wirklich Angst, Lebensangst, Angst davor, eben nicht genug zu essen zu haben oder zu erfrieren im Winter oder whatever. So die ganz, ganz intensiv gefühlten Erinnerungen, die darfst du mal jetzt auch rausfallen lassen aus deinen Bibliotheken. Ja, das, was ganz stark emotional war, das wird geimprintet in die DNA, ins Erbgut. Puh. Und du darfst jetzt mal aktivieren deine intensivsten Erfahrungen von Glück in diesem Leben. Und einfach deinen Zellen sagen, dass es okay ist, loszulassen. Es ist okay, zu releasen, ins Releasing zu gehen, ja? So wie zum Beispiel das Release von Young Living, das ätherische Öl, die Ölmischung, ganz süß riecht, ja? Viel Süße. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen so eine große Sehnsucht haben nach Zucker oder Süßessen oder Kinder gerne Süßessen, weil uns es einfach befähigt, weich zu sein. Ja, es hat ganz viel oft Magnesium, Dinge, die süß schmecken, Kalium, ganz viele Mineralien. Du darfst dieses Süße einfach mal in deinem Körper strömen lassen. Oh, diese Süße des Lebens, das Süße, la dolce vita, ins Erbgut fließen lassen, zu deinen Ahnen, ja, zu den inneren Bildern, den inneren Imprints deiner Ahnen.
und ihre Ängste heilen, sie stillen, ja, stillen, die süße Milch, das Stillen, gestillt werden. Wenn die Mama voller Liebe ihr Kind stillt, wird alles gestillt. Und es ist Ursicherheit da, Urliebe, Urvertrauen. Und da kannst du auch nochmal groß werden lassen, ja, wo etwas nicht ausreichend gestillt wurde in dir oder in deiner Mama oder in deiner Oma. Dass diese Nahrung reinströmen kann. Ja, sehr gut. So dass es jetzt genährt werden kann, jetzt gestillt wird. Ja. Ja, und nimm es mal wahr, überall dort, wo einfach vielleicht eine Leere war in dir, in deinem Körper, in deinem Energiefeld und wo du deswegen einfach erreichbar warst für alle möglichen anderen Ideologien und Indoktrinationen. Und jetzt dort einfach voll gestillt wirst und du darfst die Milch richtig trinken, kannst dir wirklich auch deinen Mund fühlen, diese Offenheit im Gaumen, in der Schleimhaut, in den Nebenhöhlen, im ganzen Kopfbereich. Genau, wenn man ganz viel Lust hat auf Süßes, hilft zum Beispiel Mandel, richtig gut Mandelmus. Viel Magnesium, ne? Die Mandel steht auch für die Urmutter. Ja. Nimm diese Frequenzen alle rein, alles auf. Unendliches Fließen, die Venus an den Fluten, Wellen. Liebe. Genährt, geschehen lassen. Genährt, geschehen lassen. Nimm wahr, wie dein Bauch, dein Schoßraum immer weiter aufgeht, dein Herz immer weiter erblüht. Immer weicher, immer weicher, ja, es ist weich, es ist leicht, es passiert. Oh, es passiert, es ist alles gut. Ja, es ist alles schön. Alles darf fließen, die Milch darf fließen. Die Liebe von der Mutter zum Kind in dir. Und überall dort, wo diese Urverbindung, diese erste Verbindung, die Verbindung von der Mutter zum Kind. Ja, das ist die erste Erfahrung der Schöpfung. Die erste Verbindung ist natürlich zwischen Mutter und Vater. Und jetzt sind wir gerade in dieser Beziehung der Schöpfung zum Schöpfer. Mutter, Kind. Darf alles total sich öffnen. Ganz, ganz stark öffnen. Und fühl die Liebe auch. Von deiner biologischen Mama, ja, wie auch immer sie sich verkörpert hat und was alles ging und was alles nicht ging. Fühl ihre Liebe, ihre ganze Liebe. Ja. Und sei mit ihr verbunden in tiefer Liebe, in tiefem Mitgefühl, ganz tiefe Liebe. Und wenn du noch nicht alles vergeben hast, dann vergib
ihr alles und vergib dir auch alles. Vergib ihr einfach, wenn irgendetwas nicht ging, wenn du etwas nicht bekommen hast, wenn etwas da war, was für dich nicht gut war. Vergib das heute noch mehr, denn wenn du diese wunderschöne Verbindung hast zur Mama, 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 gestern hatten wir das mit dem Mai. Mama, hast du eine so schöne, vibrierende Wurzel, ein so schönes, weiches, offenes, klares Lotus, Sakralchakra. So viel Flow im Herzen, ja? Für heute vibriert dieses feminine Feld, das Mutterfeld und das maskuline, das Vaterfeld, das ist auch da, das vergessen wir nicht. Und heute ist dieses ganze Gefühl in diesem Mutterfeld, in dem femininen Raum, im ersten Jahr siebt unseres Lebens. Oh. Flow. Ganz viel Flow. Und Nahrung füllen. Und was dieses wunderschöne Mutter-venusische, ja, ozeanische Feld mitbringt, ist einfach ganz, ganz stark dieses Annehmen, 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 es sein lassen, es zulassen, dass es einfach da ist, alles, Reichtum, Erfolg, Glückseligkeit, Gesundheit, den wunderschönen Partner oder die Beziehung an deiner Seite, die dich richtig nährt, das alles annehmen. Es geschehen lassen, es zulassen, es fließen lassen. So schön. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlt sich dein energetisches Feld an? Dein Raum? Ja? Und du kannst hier einfach tanken, dich nähren, dich aufladen. Ja. Ganz, ganz feminin. Die Wellen im Ozean sind da, die Liebe ist da, der Reichtum ist da, ja, die Nahrung ist da. Die Liebe fließt, die Milch fließt, der Überfluss fließt und du fließt, der Schlüssel des Lebens, die Frucht. Und in diesem Feld, in diesem Gefühl, was passiert dann? Es bilden sich neue stiftende Gedanken, neue Grundgedanken, neue initiierende Gedanken, nämlich Gedanken der Fülle, Gedanken des Friedens, Gedanken der Wonne, des Bliss. Es ist ein wunderschöner, ekstatischer Zustand, ja? Genährt zu sein, ja? Und da kommen dann ganz, ganz neue Schöpfungen raus, ja, aus neuen, anderen, grundlegenden Gefühlen, grundlegenden Gedanken. Sehr schön. Und immer wenn du das nochmal
vertiefen willst, verstärken willst, nochmal in Begleitung fühlen willst, dann komm einfach wieder in die Meditation, in den Call. Kannst du auch immer vorspulen, immer da einsteigen, wo du spürst, oh, das genau die Frequenz will ich mir nochmal abholen. Und noch ein bisschen mehr aufladen und noch ein bisschen mehr genießen und noch ein bisschen mehr blühen. Ja, die Göttin mit ihrem Kind, geliebt von ihrem Gott. Und das alles in dir. Ja. Und jetzt bring nochmal diese ganze Fülle rein durch die Dankbarkeit, durch die Erkenntnis auch nochmal, ne? Nochmal ein kurzes Revue passieren, dass du ja die Schöpferin bist, der Schöpfer, dass du ja stiftest durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, durch deine Haltung. Dass du es ja kreierst, dass du immer frei bist, das zu kreieren. Immer, immer, in jeder Sekunde, in jedem Moment, ob heute Morgen oder gestern. Und es ist so schön. Du bist so frei. Und danke auf deine Art und Weise. Danke der Erkenntnis. Dem Leben, dem Strom, der Liebe, dem Raum, der Schöpfung, danke allem, dem du danken möchtest. Oh, ja. Ja, das Paradies sei. Ein Paradies. Ein Licht, eine von. Und jetzt nimm dich bitte nochmal selbst wahr, öffne mal die Augen und nimm dich wahr in dieser gigantischen Schönheit. Es ist so schön, lieben, fließen, genießen. Der Raum der Fülle sein ist so, so, so schön. Und nimm dich ganz rein wahr in dieser Frequenz, in dieser Energie, ganz, ganz rein. Und erlaub dir dieses Lieben. Ja. Was würde die Liebe tun? Was würde die Fülle tun? Sehr schön. Und verankere es in der Erde. Nimm nochmal kurz Kontakt auf mit der Erde. Danke diesem wunderschönen Planeten, diesem absolut nährenden, wundervollen Blissfeld der Erde. Oh, nimm wahr, wie dein Solarplexus aufgeht, wie alles aufgeht. Nochmal ganz stark, wenn du wirklich mit diesem Blissfeld der Erde eins bist, sicher geborgen. Oh, vor 7 Wochen bist du Oma geworden, so schön. Ah, ganz spürbar, wieder Riesenwellen aufgehen, so schön. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Sehr gut, wunderbar, Namaste und wir sehen uns dann Donnerstag wieder, ne? Donnerstag wieder um 11 oder 10 nach 11, da sage ich euch dann aber nochmal Bescheid, Donnerstag sehen wir uns dann hier wieder, ich wünsche euch, ja, Bliss, Daily Bliss, also, muah, ciao.